So, heute geht es weiter mit dem Making-of zu Die Droge, unserem neuen Kurzfilm. Wir sind immer noch im Restaurant, jetzt aber auf dem Klo. Viel Spaß! Vielleicht ganz sinnvoll. Ja. Und was fällt euch hier so ein? Das ist gut. Hallo, ich bin da. Hallo, ich bin da. Ja, Timo! Nur weil die Case for you. Aber Timo, und ich hab die Kamera. Nur weil du die teuerste Kamera hier im Raum hast. Was? Eine richtige Close-Aufnahme, nicht halb total. Ja, ja, wir sind doch auf dem Klo. Ich wollte es doch nur sagen. Was denn? Stopp. Das zeigen wir nicht. Niemals. Weiter geht's mit dem Rest von Drehtag 4. Wir hatten einen Wink gerade mit einem Kreuz da hinten. Genau da. Jedenfalls sind wir jetzt hier an dem Hügel, wo Timos Mutter begraben liegt. Es ist eine ziemlich große Mutter gewesen, wie man an dem Hügel sieht. Deine Mutter. Deine Mutter ist so fett, die braucht einen ganzen Hügel auf dem Friedhof. Fall nicht. Stolz auf mich sein, Mama. Boah, klingt das scheiße, ey. Das klingt voll widerlich. Na, denk dir was anderes aus. Muss ja nur inhaltlich passen. Hussarentzug ist geschafft. Oder? Ja. Genau so läuft man zum Grab. Das ist set the way we go. Roll. Das ist gut, das ist sehr gut. Machen wir. Okay. So ungefähr. Wenn du das Endbild fokussierst, dann haben wir danach ein total unscharfes Bild. Bam, ins Gesicht! Das war jetzt die hässlichste Lache aller Zeiten. Okay. Was macht Thomas? Ich will nur aufstehen! Konkurrenz! Danke. Okay, ich bin bereit. Das wird der eleganteste Faller ever. So, wir haben gerade die Szenen gedreht, wo Robin aka Timo ein bisschen in der Traumwelt herumhüpft auf dem Waldweg. Und schlau wie Robin ist, hat er irgendwo auf der Wiese, wo wir eben gedreht haben, auf dem Berg, wo er sich fallen gelassen hat, 5000 Mal, weil die Einstellung immer nur Kacke war, sein Autoschlüssel wohl irgendwie fallen lassen, vergessen, weiß ich nicht. Jedenfalls kommen wir nicht mehr in den Kollege Auto da hinten rein. Da ist er. In den Kollege Auto. Und es ist arschkalt. Ja, nach einer halben Stunde haben wir den Schlüssel dann endlich gefunden und konnten wieder zurück ins Warme. Danach haben wir bei mir zu Hause das zweite Date mit Laura gedreht. Hier ein kurzer Ausschnitt. Die beiden bauen gerade die letzte Softbox auf für das Date bei Timo zu Hause. Und ich ein nettes Date liefern. Sagt man nicht so, egal. Ja, wir liefern uns ein nettes Date. Ich liefere unser Date! Okay! So, reicht, wir müssen noch ein bisschen weitermachen. Fünfter Drehtag, der war irre vollgepackt. Studio, Krankenhaus, Bahnunterführung, Wald- und Verfolgungsszenen. Bei letzteren leider keine Making-of-Aufnahmen mehr, weil es einfach viel zu spät geworden ist. Ich meine, ihr seht ja selbst im Film, dass es da bei den Verfolgungsszenen Nacht ist und im Drehbuch steht das eigentlich gar nicht so drin. Egal, jetzt erstmal Tag 5. Yo, hi Leute, herzlich willkommen heute. Fünfter Drehtag, wir sind jetzt hier gerade im Studio, da wo wir unsere Arztszenen drehen. Hier haben wir unseren alten Doc. Naja. Damals, in meiner Zeit, da gab es sowas noch nicht. Da wurde das Brot genannt. Ah, okay. Ja, der Drogendealer ist auch schon da. Und was müssen wir noch drehen? Eine kleine Verabschiedungsszene. Regulatius. Das hier ist die Szene, wie sie im Film ist. Und jetzt die Originalaufnahme. Ich weiß nicht, Doc, ob eine Darmspiegelung wirklich das Richtige für mich ist in diesem Zusammenhang. Ich meine, okay, die Klabusterbeeren sind schon ein großes Problem, aber... Wassermelonen großes Problem. Es ist sogar Wassermelonen groß, aber... Ich komme mit dem Druck nicht klar. Wortwörtlich! Ich komme mit diesem Druck einfach nicht mehr klar. Das müssen Sie mir einfach glauben. Ich schaff das nicht mehr. Vielleicht ist deine Darmspiegelung in dem Zusammenhang dann doch gar nicht mal so verkehrt, muss ich ehrlich sagen. Aber... Ich weiß es nicht. Es ist so schwer. Mein Arsch zieht sich die ganze Zeit runter. Ich kann nicht mehr aufrecht gehen.
Läuft! Es tut mir sehr, sehr leid, Herr Knopf. Du bist vor mir gerade, das weißt du, ne? Wussten Sie von dem Problem Ihrer Frau? Ich dachte immer, es wäre... Dann kam die schwierigste Szene im ganzen Film. Szene Nummer 10, die Kampfszene. Seht selbst, was da alles schiefgegangen ist. So, jetzt musst du schon, jetzt musst du schon okay, reden. Mach das nochmal. Also jetzt ich der Text muss schon ich laufe. Sein. Weil sonst muss ich ja deine Lippen synchronisieren. Ich laufe. Ja, wenn das eh auf deinem Gesicht ist, gerade. Oder hat ja auch noch sprich den Text. Ich mach immer noch. Text. Nächste Woche, du kleiner Pisser. 300 mit Zinsen, ist das klar? Läuft. Ich schreibe mir gerade, glaube ich, die ganze Innentasche auf. Egal. Hör zu, Mann, Alter. Ich hab das Geld, du kriegst das Geld. Nächste Woche wirklich. Ich hab gerade weitergehen. Alter, du kannst mir vertrauen, Mann. Nächste Woche habe ich das Geld. Frau, was hält mich davon ab, dich einfach abzustechen, mit deiner ganzen Kohle zu krallen? Bitte, Alter, ich brauch das Geld. Ich brauch das Geld! Pack mich nicht an, was denkst du, wer du bist? Oh, das tut weh! Herrlich? Ach, voll knirrig, knie! Läuft! Fliege ungefähr so. Ja, du musst dich auch bewegen, Alter. Krass, aber du musst dich stolpern. Ja. Scheiße. Ich ziehe nur darum, zu gucken, wo ich liege oder nicht. Du kannst ja auch ein bisschen festhalten oder so. Ich hab sogar das Messer noch gehabt. Ja, aber du sollst also es ja wegwerfen. Läuft. Es ist nicht meine Schuld. Hör auf zu lachen. Ich will mittanzen! Okay. Ich bin jetzt mal 5 Kilometer laufen! Scheiße! Das war nicht weit genug. Ja, das war der 5. Drehtag und der 6. folgt sogleich. Tag 6, Le Grand Finale. Ah! Okay. 6. Drehtag heute. Wir sind, es ist 10 Uhr in der Früh. Ich habe keine Uhr und ich gucke trotzdem drauf, weil ich sowieso weiß, ich finde mich cool. Und wir drehen jetzt die letzten 10, also wir hoffen, dass wir die letzten 10 heute gedreht kriegen. Da, wo Timo voller Drogeneinfluss hier rumläuft und sich krümmt vor Schmerzen. Quasi das Finale. Das Finale sozusagen. Und dann am Ende aus diesem Fenster hier rausspringt. In die Tiefe, Tiefe. In die Tiefe, Tiefe. Oder so. Also, weiß ich. Jedenfalls bis aufs Vordach, was man aber nicht sieht. Ja, wirst du dann eine Reise halt. Was ist denn das Biomasse? Und dann reiße ich das Fenster auf und schneide mich drauf, dann springe ich. Also nicht wirklich, wenn ich das jetzt denkt. Hoffentlich noch. Was? Illegal. Ich bin bereit, ich muss wieder traurig werden, meine Hose rutscht. Und ich bin da. Okay. Yo, Hallöchen, danke. Der Felix ist auch jetzt mittlerweile da. Und ich bin unter. Na gut, nicht zu weit runter. Der Felix ist mittlerweile auch da und wir drehen jetzt die allerletzte. Oh Gott, ein Robin! Ich müsste irgendwo die Decke liegen, die ich unterlegen wollte. Kannst du mir die mal rauswerfen? Das ist, glaube ich, eher eine Jacke, oder? Nee, das ist eine Decke. Also ein Reißverschluss drin. Egal, wir drehen jetzt die allerletzte Szene, das Finale, wo Timo sich aus dem Fenster stürzt. Hallo? Wir sehen, das ist alles hochprofessionell. Robin wird ganze 1,5 Meter tief fallen auf einen Sitz, wenn gleich 100 Pro kaputt geht. Ja. Das ist voll hoch!
richtig runterspringen. Ja gut, vielleicht habe ich mich ein bisschen angestellt. Aber das war echt verdammt hoch! Oh, fühle ich mich gerade wild, Alter, das war angenehm. Ich muss jetzt irgendwie Robin blutverschmiert machen. Und er meint, ich darf auch seine Klamotten treffen. Na, aber was? Moment! Ich hab einen Krampf im Bein, wenn man das so versteht. Da läuft er weg und hier ist eine Narbe. Was? Ich verliere dich! Was? Ich hab bloß einen Arm getroffen. Ist egal, egal. Ach ja. Das müssen Leute denken. Ja. Schlimmste Halloween-Streicher. Okay, das könnt ihr gleich im Hintergrund machen. Hier vorne auch noch. Das sieht gar nicht mal so unrealistisch aus. Hier mach ich da auch noch so ein bisschen. Es lebt! Oh, fertig! Ey, haben wir abgedreht? Jawoll! Jawoll, Mann! Yeah! Geil! Ah, es ist so kalt! Jawoll, ey, wir haben abgedreht! Starke Sache! Wow, nach 6 Drehtagen sind wir finally fertig. 41. Szene gedreht. Hier mit dem Bratensaft in meiner Einfahrt, weil minus 5 Grad. Es ist so arschkalt, Felix ist mir eben auf die Hand getreten, es tut so übelst weh. Okay, der Wind war am Ende etwas laut. Hier mal kurz zusammengefasst, worüber wir geredet haben. Blablabla, bla, bla, abgedreht. Arschkalt! Blablabla, bla, bla, 41 Szenen. Minus 5 Grad! Blablabla, bla, bla, voll anstrengend. Felix ist mir auf die Hand getreten. An dieser Stelle jetzt nochmal wirklich ein dickes Dankeschön an alle, die dabei waren beim Dreh. An alle Statisten, an alle, die uns das Set zur Verfügung gestellt haben. Ohne euch wäre der Film echt nicht so geil geworden. Und es hat echt mega viel Spaß gemacht, mit euch zu drehen oder bei euch zu drehen. So, das war's dann jetzt von hinter den Kulissen am Set von Die Droge. Wenn ihr jetzt hier links klickt, dann kommt ihr nochmal zum ersten Teil vom Making-of auch nochmal ansehen, falls ihr noch nicht gesehen habt. Und auf dieser rechten Seite hier seht ihr nochmal Die Droge, falls ihr den Film immer noch nicht gesehen habt. Oh, wenn ihr euch nochmal anschauen wollt. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. Hier unten könnt ihr uns wie immer abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von uns. Das war's von mir. Peace out, euer Rob.